Also ich kann euch auch erst einmal nur von Herzen danken, weil erstens waren wir doch nicht irgendwie im Rahmen da und ich hätte keine Bachelorarbeit geschrieben. Oder hätte vielleicht ein furchtbar langweiliges Thema gehabt. Und ja, so bin ich unglaublich dankbar, dass das Thema eigentlich zu mir gekommen ist. Das hat sich, glaube ich, genauso fügen sollen in den letzten Monaten. Und interessante Geschichte vielleicht, ich habe vor 2 Wochen noch eine andere Seminararbeit abgegeben und da hat die Professorin gesagt, machen Sie sich keine Gedanken, schreiben Sie einfach so, wie Sie es gelernt haben und denken Sie nicht drüber nach. Denken Sie nicht drüber nach, hinterfragen Sie nicht. Das wollen wir auch gar nicht. Sie sollen nicht selber denken. Sie sollen einfach nur alles, was besteht, neu aufbereiten. Ich habe sie hochgeschaut und habe mir gedacht, jetzt habe ich 6 Semester studiert. Für das, dass sie mir das sagt, wie freche sind das? Und dann habe ich mir gedacht, ja, schön, dass ich den Verein jetzt bald verlasse. Und gleichzeitig war ich aber unglaublich dankbar, dass ich so ein tolles Thema gehabt habe für meine Abschlussarbeit, weil sie in dem Sinn einfach nochmal der Kreis für mich so geschlossen hat, um was eigentlich auch im Rahmen der Kommunikationswissenschaften geht, dass man einfach einen anderen Ansatz beleuchtet und ja, vielleicht auch in die Richtung geht, dass man sein Herz mehr sprechen lässt und das auch in diesem wissenschaftlichen Kontext eben aufbereitet. Und genau, so bin ich quasi zu meinem Thema gekommen. Das lautet, wie kommunizieren Branchensprecherinnen der Ökonomie der Menschlichkeit ihren wirtschaftlichen Transformationsanspruch nach außen? Und es braucht ja in so einer wissenschaftlichen Arbeit immer das Theoretische. Und da bin ich früh eben auf diesen CSR-Bereich eingegangen, wie du eben vorher auch schon geschnitten hast, dass früh Firmen einfach über ihre soziale Verantwortung ja, darüber sie identifizieren wollen und da früh machen, um halt über diese Wirtschaftlichkeit hinaus zu agieren und dementsprechend auch mehr Menschen zu erreichen und ja, vielleicht auch für ihren Teil der Nachhaltigkeit beizutragen. Aber das Problem an sich wäre der Ansatz ja vielleicht auch ganz eine feine Sache, aber das ist einfach immer mehr durch den Dreck gezogen, kann man sagen, und total in diesen Greenwashing-Bereich reingegangen, wo einfach diese Frage der Glaubwürdigkeit, was ist echt und was gibt es wirklich, ist es authentisch? Wahrscheinlich nicht. Von Wahrhaftigkeit braucht man dann gleich gar nicht reden. Und das ist unglaublich traurig, weil man sich als Mensch denkt, wem und was kann ich überhaupt nur vertrauen? Welchem Unternehmen kann ich vertrauen? Bringt es überhaupt was zu hinterfragen? Und ja, diesen Bereich habe ich quasi kritisch beleuchtet und das aufgezeigt, wie diese CSR da funktioniert. Und im Anschluss dann verschiedene alternative Wirtschaftsweisen aufgezeigt. Beispielsweise die soziale Dreigliederung vorgestellt, was ja ein ganz tolles Prinzip ist oder sich gut daraus ableiten lässt. Gell? Aber einfach, dass es so einen Einblick gibt, zum Beispiel Gemeinwohlökonomie und den Upsalz-Boom-Weg zum Beispiel, dass einfach immer mehr aus verschiedensten Bereichen Menschen gibt, die sagen, hey, na, wir wollen einen neuen Weg einschlagen. Und das einfach ja, im Endeffekt dann, um auf die Ökonomie der Menschlichkeit umzuleiten, dass da einfach das Fundament nur mal anders ist und dass nicht, wie zum Beispiel bei der Gemeinwohlökonomie, wo du auch gesagt hast, das ist ein ganz toller Ansatz und das ist, fühlen Sie da vielleicht dazugehörig oder für viele Unternehmen mag das genau der Weg sein, aber es entsteht mehr aus dem Außen und nicht aus dieser tiefen Berührtheit und aus dem tiefen inneren Anspruch, was man vielleicht wandeln möchte. Und genau, aus diesem Grund habe ich dann quasi in meinem Praxisteil die Ökonomie der Menschlichkeit vorgestellt, anhand von 4 wunderbaren Unternehmen. Ich hätte gerne noch viel mehr einigen, aber eigentlich alle und noch viel mehr, die jetzt gar nicht da sind. Aber das hätte dann einfach den Rahmen der Arbeit da gesprengt. Ich habe eh schon schauen müssen, dass ich nicht zu früh schreibe, weil wenn man so im Fluss drin ist, was man eben so berührt oder wo man sich denkt, um das geht es eigentlich, dann schreibt es vorne los. Und ja, ich habe 4 Unternehmen eben gehabt aus der Baubranche, Anton Lechner, dann die Elisabeth Kolarik für die Gastronomie, die Katharina Pirktl vom Alpenressort Schwarz und die Wimmers natürlich für Schneiderei und Handwerk. Und also das ist geschenkt, diese Unternehmen zu besuchen und da so tolle Gespräche zu führen. Du warst da oft dabei, Krioga, oder dreimal. Und auch mit dir, Georg, das war einfach... Das hat in mir ganz viel bewegt und gleichzeitig habe ich mir gedacht, ja, um das geht es halt wirklich. Also das ist scheinbar wirklich der einzige Weg, den man nur gehen kann, um das irgendwie alles wieder ins Gute zu schaukeln. Und auch wie du gestern gesagt hast, Christian, das ist einfach die letzte Lösung, die uns nur bleibt. Und
ja, es war unglaublich eben berührend. Ich habe dann diese Interviews kategorisiert, sage ich mal, und da verschiedene Punkte herausgearbeitet und dann halt geschaut, wie sieht das jetzt einzelne Unternehmen, was sind die Parallelen, wie wird das aufgezeigt. Und spannend war einfach, weil es wirklich immer um diese Menschlichkeit und um dieses innere Gefühl geht. Und es war immer dieses, wir trauen uns einen Weg zu gehen, wo wir nicht wissen, wo uns genau das hinführt. Aber es fühlt sich so richtig an, und diesen Weg zu gehen und auch dieses Verbindende zusammen zu kreieren und zu gestalten, weil einfach der Ansatz der gleiche ist und was das für Kraft ist und wo man eben sich über vielleicht die eigentlichen Werte unterhalten kann und wo es nicht nur über das Geld geht oder irgendwelche Fachexpertisen, sondern um das Eigentliche. Und ja, dass sie da, finde ich, unglaublich mutig, weil sie wirklich da jetzt Unternehmen total drauf eingelassen hat und das sichtlich in einem Unternehmen auch so lebt. Und mein Professor, der hat dann immer gesagt, ja, wie ist das? Ich kann mir das gar nicht so vorstellen, dass das so wirklich aus der Wirtschaft heraus entsteht. Und wie ist das? Sie haben auch die Unternehmen besucht, wie war das? Und so. Und ich, ja, das hat so verzeiht. Und der war auch fasziniert, weil er sich das in dem Sinne nicht vorstellen hat, China. Und dann habe ich mir gedacht, da habe ich meinen Auftrag erfüllt, erstens für mich selber. Und auch, dass das einfach eben in diese Uni so drängen wird, dass dieses ewig Verstappte und von wegen, sie soll nicht selber denken, das erwarten wir gar nicht, das wollen wir nicht, das ist so ein Schmarrn, oder? Und ja, dass da einfach um was anderes geht. Und ich bin sehr dankbar, ich darf das, wie gesagt, gern lesen, ich meine, entweder kannst du es damit anfangen oder nicht, ich weiß manchmal selber noch nicht. Ich habe es so gar nicht in meiner Hand gehabt. Ich habe es digital weggeschickt und dann war das für mich gegessen. Ich bin da auch gar nicht drüber interessiert, was dabei rauskommt oder was für Noten, weil ich für meinen Teil das einfach jetzt so abgeschlossen habe. Aber es war für mich ein unglaubliches Geschenk und deswegen bin ich auch dankbar um mein Studium, weil sich in dem Sinne der Kreis einfach geschlossen hat. Ja, danke.